Ja, nachdem wir uns auf dieser internationalen Tagung so tief in die deutsche Sprache verirrt haben, gestatten Sie mir, dass ich Sie mit einem herzlichen und landesüblichen Grüß Gott begrüße. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung, auch weil in der Frage des Veranstalters, nämlich über die Region Oberösterreich was zu sagen, und das ist in Verbindung zu setzen zu der Region, die das globale Vorzeigebeispiel für eine Innovationsregion ist, nämlich das Silicon Valley, weil in dieser Frage schon eine Einsicht steckt, die mir meinen halben Vortrag erspart, nämlich das Wissen darum, dass Innovationsleistung heute nicht mehr etwas ist, das nur auf betrieblicher Ebene stattfindet, sondern eng eingebunden ist in regionale Innovationsökosysteme. Vor ein paar Jahren hätte man noch wissen wollen, was macht denn Apple? Heute sagt man, was macht das Silicon Valley und wie schaut denn das im Vergleich zu unserer Region aus? Da ist ein Paradigmenwechsel bereits erfolgt, der mich sehr optimistisch stimmt, weil wir können Innovationsleistungen nur auf dieser Ebene greifen. Das heißt, ich werde mich in den nächsten Viertelstunde, 20 Minuten zwischen betrieblichen und regionalen Fragen immer hin und her bewegen und stütze mich dabei einerseits auf eine Studie, die wir seit 2 Jahren laufen haben, die noch ein Jahr läuft, zur Innovationsleistung im Innovationsökosystem des Großraums Linz-Wels und andererseits, also abseits meiner Tätigkeit als Professor für Organisation und Innovation, auf Erfahrungen, die aus meiner Tätigkeit als Advisor von Top-Management stammen, wo es darum geht, aktuelle Entwicklungen mit Unternehmensspitzen zu reflektieren und in Handlungsoptionen zu übersetzen. Zurück zu Oberösterreich. Unsere Tradition, industrielle Fertigung, Oberösterreich ist das Industrieland Österreichs schlechthin. Und was zeichnet das aus? Was macht denn ein Industrieland aus? Was ist denn das, was die Wirtschaftsgeografen, sie nennen uns nämlich Old Industry Region, was heißt das? Wo kommt die Wertschöpfung in der industriellen Fertigung her? Aus effizienten Routinen, Skalenerträge, das heißt, je mehr ich Massen produziere, desto günstiger wird das einzelne Stück. Innovation findet in schrittenweise, in kleinen Schritten statt, viele kleine Schritte optimieren. Old Industry Regions sind Weltmeister im Optimieren des Bestehenden. Die Kultur ist, und jene von Ihnen, die aus Oberösterreich sind, werden da schnell Anschluss finden, wir sind eine bäuerlich-katholische Kultur, Fleiß, Genauigkeit, Bescheidenheit, höchste Disziplin. Standortwahl, und da sind wir, das wird uns jetzt dann in Richtung Region führen. Wie wählen Betriebe ihre Standorte, wenn sie nicht gerade historisch zufällig entstehen? Sind in der industriellen Fertigung Rohstoffe und Kunden oder Verkehrswege, die schnell dorthin führen, die wichtigsten Standortfaktoren? So, und jetzt wissen wir alle, das hat sich geändert. Wir haben eine Transformation hinter uns, beziehungsweise sind mittendrin. Die Wirtschaft ist eine innovationsgetriebene geworden. Wir haben eine Innovationsökonomie. Und da hat sich einiges geändert. Plötzlich ist die Wertschöpfung nicht mehr primär aus der Routine, sondern aus der Innovationsleistung. Und zwar ganz massiv. Lassen Sie mich 2 Beispiele geben, was das bedeutet. Also zunächst einmal sind die Wettbewerbe haben sich verschärft. Und nur wenn ich etwas Neues entwickle, habe ich kurzzeitig, also ein temporäres quasi Monopol, wo ich eine kleine Zeit lang ein Alleinstellungsmerkmal habe und dadurch Preise beeinflussen kann. Diese Zeiten werden immer kürzer. Wenn Sie beispielsweise den S&P 500 Index hernehmen, das ist so ein Wirtschaftsstabilität-Garant. Ja, wenn Sie da drinnen sind, dann sind Sie ein Aushängeschild für wirtschaftliche Stabilität. In den 60er Jahren war die Durchschnittsverweildauer der Firmen da drinnen 33 Jahre. Heute sind wir bei 24 und in den nächsten 10 Jahren vermutlich sind wir auf 12 gesunken. Das heißt, die Zeiten, in denen wir diese temporären Vorsprünge haben, werden immer kürzer. Das heißt, der Wettbewerb verschärft sich. Gleichzeitig ist es so, dass die Wertschöpfung immer mehr daraus kommt,
Wenn Sie beispielsweise die Beschäftigungseffekte anschauen, an einem klassischen Industriearbeitsplatz hängen 1 bis 2 andere Arbeitsplätze. Die Leute in der Industrie arbeiten, gehen einkaufen, in Restaurants, Kleidung und so weiter. 1 bis 2 Arbeitsplätze, die an jedem Industriearbeitsplatz hängen. In den Innovationssektoren sind es 3 bis 5. Ja, also das heißt, der Multiplikator, was die regionale Wirtschaft profitiert aus den Innovationssektoren, also Software, Internet, wissenschaftliche Forschung, Pharmazie, ist mindestens das Doppelte von den klassischen Industriearbeitsplätzen. Das heißt, die Wertschöpfung verschiebt sich immer weiter in die Innovationssektoren. Das bedeutet aber auch, dass die inkrementelle Innovation nicht mehr reicht. Es muss semi-radikal und radikal werden. Also semi-radikal heißt zumindest neue Technologien für bestehende Kunden oder bestehende Produkte für neue Kunden, aber das bestehende Optimieren reicht nicht mehr. Radikale Innovation heißt wirklich, etwas zu entwickeln, von dem ich noch nicht weiß, wie es genau ausschaut für jemand, den ich eigentlich noch nicht kenne. Also das ist schon sehr eine risikobehaftete Angelegenheit. Entsprechend verschiebt sich natürlich auch die Kultur mehr in Richtung Wissensintensität, Kreativität, Risikobereitschaft. Also Sie haben ja das gerade von der Sophie Lamparter so wunderschön gehört, dass dieser Drive, dieses ins Neue gehen von der Innovationskultur das Kernstück ist. Standortwahl, und jetzt wird es interessant, Standortwahl läuft jetzt nach Human Resources. Der zentrale Produktionsfaktor, das heißt nicht, dass Kapital und Grund und Boden keine Rolle spielen mehr, aber der wichtigste Produktionsfaktor sind Schlüsselarbeitskräfte. Und das erzeugt eine regionale Dynamik, die zu einem zentralen Rahmen für alle Unternehmen wird. Was bedeutet das nämlich? Wir kriegen jetzt eine sogenannte doppelte Mobilität. In der Vergangenheit, Old Industry, Voestalpine, unser Leitbetrieb, geht die Voest zur Arbeit oder kommt die Arbeit zur Voest? Wir wissen alle, Linz ist eine der größten Pendlerstädte der Welt, hat mehr Arbeitsplätze als Einwohner und ein riesiges System an Bussen bringt die Arbeit zu den Betrieben. Das hat sich geändert. Jetzt siedeln die Betriebe dorthin, wo gute Arbeitskräfte sind. Und das erzeugt aber jetzt eine Schleife. Wenn die Betriebe dorthin gehen, wo die qualifiziertesten Arbeitskräfte sind, wo gehen denn die qualifiziertesten Arbeitskräfte hin? Dort, wo die spannendsten Betriebe sind, die dorthin gegangen sind, wo die besten Arbeitskräfte sind, welche und so weiter, dreht sich diese Schleife. Das heißt, diese doppelte Mobilität bewirkt jetzt sich selbst verstärkendes Wachstum. Die Regionen, und das Silicon Valley ist das Vorzeigebeispiel dafür, die schon haben, denen wird im alttestamentarischen Sinn weitergegeben, wo Tauben sind, fliegen Tauben zu. Die, die nichts haben, denen wird das Wenige noch genommen. Die Einkommensunterschiede in den USA waren bereits 1912 so, dass zwischen den Boomregionen und den Strukturschwachen ein Unterschied war so groß wie zwischen den USA im Durchschnitt und den Philippinen. Also das heißt, der regionale Wettbewerb verschärft sich, die Regionen befinden sich in einem sogenannten Winner-Take-All-Wettbewerb. Kleine Unterschiede verstärken sich ständig nach oben. So, und das ist jetzt die Herausforderung für das Zusammenspiel von betrieblicher Innovation und Regionalentwicklung. Jetzt schauen wir mal nach Oberösterreich. Was haben wir gefunden in unserer Studie? Wir haben im Schneeballsystem immer weiter gefragt, mit ein paar Innovativen angefangen und gefragt, wen würden Sie uns empfehlen? Wer sind innovative Betriebe, mit denen wir reden müssen? Das ist das Netzwerk, das wir in diesem Zusammenhang gefunden haben. Und wir haben entdeckt, dass sich die Unternehmensstruktur bereits massiv verändert hat. Oberösterreich hat nicht mehr nur Industrieunternehmen, sondern eigentlich 3 Segmente. Das erste ist die klassische industrielle Fertigung. Die wird an Bedeutung verlieren. Sie ist nach wie vor wichtig, aber an wirtschaftlicher Bedeutung rückläufig. Die zweite Gruppe sind digitalisierte Industriebetriebe, also unsere Maschinenbauer beispielsweise, die nicht Opfer der Digitalisierung sind, sondern, ich knüpfe an Christopher Lendinger an, primäre Gestalter, also die treiben die Digitalisierung ja quasi vor sich her.
Diese Unternehmen sind genau diese Innovationsbetriebe, von denen wir uns erwarten können, dass sie auch in Zukunft diese Beschäftigungsraten sichern können. Und dann haben wir neuerdings glücklicherweise eine doch sehr lebendige Start-up-Szene. Da war Linz hinter Wien und Graz zurück, hat aber massiv aufgeholt. Ich würde sagen, im Moment, grobe Einschätzung, liegt Linz sogar vor der Grazer Szene. Was haben wir in den Betrieben gesehen? Wir haben da mit einem Modell gearbeitet, das 8 betriebliche Innovationsdimensionen abgreift. Ich greife jetzt kurz 3 Punkte heraus. Human-Centric Design und Customer Intimacy. Auch da wunderschön, ich knüpfe gleich wieder an unsere humane Autonomie, die wir gerade vorgestellt gekriegt haben. Was wir wahrnehmen, ist, dass die Idee von Human-Centric Design in den oberösterreichischen Betrieben jetzt angekommen ist. Was heißt denn das? Human-Centric Design heißt, ein Auto ist nicht die Summe seiner technischen Merkmale, sondern ein Auto ist und nichts anderes ist es, als die Erfahrung und die Erlebnisse, die seine Benutzer machen. Das ändert natürlich völlig den Fokus. Das heißt, ich muss mich sehr genau anschauen, welche Erfahrungen entstehen, wie wird diese Erfahrung engineert. Mensch-Maschine-Schnittstellen werden unglaublich wichtig. Die oberösterreichischen Betriebe haben diese Botschaft aufgenommen. 2005 war da noch große Skepsis. Da war klar, das interessiert uns nicht, weil wir sind im Business to Business. Wir erzeugen Investitionsgüter und die werden durchgerechnet. Mittlerweile ist klar, die Erfahrung derer, die mit den Maschinen arbeiten, ist sehr wichtig. Es hat was auch mit Produktivität zu tun. Sie gestatten auch mit Fehlervermeidung. Und was auch passiert ist, es gibt ein Interesse mittlerweile am Kunden des Kunden. Das hat man früher als Luxus angesehen. Mittlerweile sehen wir erste Anzeichen, dass hier ein viel breiteres Verständnis Platz greift. Eine klassische Stärke, aber wie viele Stärken auch eine gewisse Falle, ist der Qualifikations- und Denkmix. Was die oberösterreichischen Unternehmen auszeichnet, ist ein Mix aus Erfahrungswissen, Personen, die eine Lehre gemacht haben, die HTL haben, die eine FH haben und die eine Uni haben. Ein Mix aus dem erweist sich als sehr wirksam in der Entwicklung. Gleichzeitig sind unsere Entwicklungsleiter relativ gut darin zu sehen, wer kann was. Wer ist gut im grobe Ideen entwickeln, wer kann die dann weiterentwickeln zu einem Konzept und wer geht in Richtung Umsetzung. Also diese Denkstile zu mischen, da ist die oberösterreichische Industrie gut. Die Kehrseite ist, es hält sich ein hartnäckiger Mythos, nämlich dass Techniker männlich und deutschsprachig sind. Das muss nicht so sein, ich komme da später nochmal drauf zurück. Dritter Punkt, Experimentierfähigkeit. Wie schnell kommt man ins Tun? Auch hier sehen wir, dass sich in den letzten Jahren was bewegt hat. Es wird viel weniger gefragt in der Entwicklung. Die Entwickler haben teilweise selbst kleine Budgets, um erste Tests durchzuführen. Es wird sehr schnell etwas ausprobiert und dann erst geht es in die offiziellen und natürlich auch bürokratischeren Systeme. Da sehen wir Fortschritte, diese Dimensionen, da hat sich was getan in den letzten 5 Jahren, was die Innovationsfähigkeit der oberösterreichischen Wirtschaft anbelangt. Dann gibt es einen großen Bereich, wo wir sagen, dass, da wollen wir noch nicht her. Und das ist die Öffnung der Innovationsprozesse. Die Öffnung der Innovationsprozesse, die würde ich sagen, ist eher noch im Anlaufen. Einzelne Vorzeigebetriebe haben Open Innovation als Zentralprinzip realisiert, wickeln Projekte ab, die eine Handvoll oder mehr Zulieferfirmen gleichzeitig involvieren und sehen nicht mehr Entwicklung als nur das, was in der eigenen F&E stattfindet. Eine sehr positive Entwicklung ist auch die Tabakfabrik, wo wir jetzt mit der Strada del Startup und Beteiligung auch der Wirtschaftsvertretungen, enge Kooperationen beginnen, also sie wirklich erst am Anfang zwischen Start-up-Szene und der Industrie, da ist ein großes Potenzial. Sie haben schon gesehen, ich möchte jetzt einen Sprung machen zu einem Vorzeigeunternehmen im Silicon Valley. Wie gehen denn die diese Herausforderungen an und ist das so grundsätzlich anders, als es unsere Betriebe tun? Das ist die aktuelle Innovationsstrategie von Cisco, einem
der weltgrößten Unternehmen, ein Industriebetrieb, der durchaus gut vergleichbar ist mit der oberösterreichischen Landschaft. Und die Strategiesäulen, das hat 5 Säulen, ich lasse die mittlere jetzt aus, weil die hat mehr mit Vertrieb zu tun, Build, Buy, Invest, Co-Develop. Was heißt das? Build ist die klassische Eigenentwicklung, F&E. Cisco hat 25.000 Ingenieure unter Vertrag, 6,3 Milliarden Forschungsbudget, 19.000 Patente. 1.000 Mitarbeiter arbeiten nur an Open-Source-Projekten, also wo das Wissen automatisch mit der gesamten Welt geteilt wird, aber man auch Teil hat an dem, was die anderen mit einem teilen. Alpha-Projekte, 6% kommt in etwa des Wachstums aus diesem Bereich. Klassisch, oder? Das ist das Bild, wie wir es auch kennen, nur etwas größer. Wenn man näher schaut, sieht man, dass natürlich doch die Innovationskultur eine etwas andere ist. Das ist die jährliche Innovate Everywhere Challenge. Das ist ein konzernweites Projekt, ein Wettbewerb, wo jedes Jahr die besten Köpfe interdisziplinäre Projekte einreichen, also nicht nur Engineering, sondern fächerübergreifende, disziplinenübergreifende Projekte. 40% der Mitarbeiter sind da involviert, also direkt involviert, 60% indirekt. Und das Spannende ist, die Sieger werden bis zu 6 Monate freigestellt, um ihre Projekte dann umzusetzen. Das war eins der Dinge, wo Cisco sagt, das hat lange gedauert, bis wir das durchgesetzt haben. Industriekonzerne haben klare Ergebnisziele. Stellen Sie sich vor, Sie sind ergebnisverantwortlich und Ihr bester Verkäufer, weil die Dummen sind es ja nicht, die den Innovationswettbewerb gewinnen, Ihr bester Verkäufer ist jetzt 6 Monate weg, weil er sein Projekt umsetzt. Das ist die Konsequenz, mit der das auch umgesetzt wird. Der ist jetzt 6 Monate weg, weil die Innovation diese Priorität hat. Das ist jetzt so ein bisschen der Hintergrund, was macht Cisco, um diese Kultur zu schulen. Da sehen Sie eine Internetplattform mit allen Ressourcen, alles, was man über Innovation wissen möchte, steht zur Verfügung. Daneben der Wettbewerb, den wir gerade gesprochen haben, daneben 2 Trainingseinheiten, wo Mitarbeiter trainiert werden, halten Sie sich fest, Startups zu gründen. Versuchen Sie das mal in einem klassischen Industriebetrieb, Ihre Besten zu trainieren, wie sie sich ausgründen. Daneben die Frage, wie wäre ich Investor? Also wie kann ich investieren? Auch hier trainiert Cisco seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Klassischer Innovationspreis, die besten Innovationen werden natürlich jedes Jahr ausgezeichnet, ein Netz von 3000 Mentorinnen, eine Innovationsstrategie, die hilft, ein bisschen zu selektieren, welche Ideen sind von besonderer Bedeutung, welche sind nachrangig, und ein Fab Lab, also eine Riesenwerkstatt mit allen 3D-Druckern, wo man jederzeit was testen kann. Das ist sozusagen der Hintergrund der internen Innovationskultur. Das ist aber nur die halbe Seite der Medaille oder nur eine Seite der Medaille und nur die halbe Wahrheit. Weil Cisco ganz wesentlich über Open Innovation, also über die Öffnung der Innovationsprozesse arbeitet. Und da sehen Sie zum Beispiel die Akquisitionen, also 3 bis 4 in den schwachen Jahren, 15 bis 20 in besseren Jahren, werden jährlich zugekauft, weil man weiß, die Welt draußen hat so viele gute Ideen, also ohne Merger and Acquisition als Teil der Innovationsstrategie kann man global nicht mehr realisieren. Nicht alles muss man kaufen, das ist das Beteiligungskonzept, also an 100 Firmen ist Cisco nur beteiligt, ein 2 Milliarden Fonds steht da dahinter, aufgeteilt auf 24 Fonds, die in 25 Ländern operieren. Das ist jetzt Co-Develop, das sind aktuell 10 Innovation Centers über die Welt verteilt. Silicon Valley weiß nämlich, dass es zwar nirgends so gut funktioniert, dass Tauben dorthin kommen, wo schon Tauben sind, als im Silicon Valley, aber trotzdem ist es zu klein. Cisco weiß ganz genau, dass
Silicon Valley muss in die Welt gehen, während zwar die Welt noch nach Silicon Valley pilgert, um dort zu schauen, was los ist, ist Silicon Valley gerade dabei, sich weltweit anzuschauen, wo sind denn die anderen spannenden Plätze und wie können wir dort auch das lokale Ökosystem natürlich weiterentwickeln. Und dazu kommen gewisse strategische Allianzen, Ericsson, Hitachi. Man ist sehr stolz darauf, dass Apple zu Cisco gekommen ist und nicht umgekehrt. So, wieder zurück nach Oberösterreich. Was heißt denn das? Im Grunde genommen heißt das gar nicht so viel Neues. Auf der betrieblichen Ebene sind die Instrumente nämlich im Wesentlichen bekannt. Nichts von dem, was Sie da gehört haben, haben Sie wahrscheinlich ganz zum ersten Mal gehört. Worum es eher geht, ist, konsequent Innovationsleistung zu messen und Innovationsmanagement auszubauen. Was wir gesehen haben, ist, es ist überall viel da und es könnte fast überall noch konsequenter und radikaler vorangetrieben werden. Schwieriger ist die Frage auf der Ebene der Region. Was können wir denn als Region tun, um dieses Innovationsökosystem aufzubauen, das Schlüsselkräfte in die Region bringt, um hier den Betrieben dann überhaupt erst die Ausgangsposition zu geben. Und da haben wir, ich sehe jetzt die Frau Seri da sitzen und denke da jetzt auch an Sie, weil Sie im Feld der Werbung, der PR, der Öffentlichkeitsarbeit, wir haben ein großes Imageproblem. Dem Werner Siemens wird nachgesagt, was wäre, wenn Siemens gesagt zu haben, was wäre, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. Oberösterreich ist das Gleiche. Wenn man selbst die Entwicklungsleiter und technischen Geschäftsführer fragt, wer sind innovative Firmen, stellt man fest, dass sich das auf ganz wenige fokussiert. Sie sehen es, die üblichen Verdächtigen, ich brauche sie Ihnen gar nicht zu nennen, weil Sie haben sie eh so oft gehört. Kaum jemand weiß, dass Amazon seine Logistik aus Oberösterreich bezieht und Elon Musk mit Linzer Software arbeitet. Wir haben ein Imageproblem, die oberösterreichische Industrie oder zumindest der Zentralraum Linz ist nicht genügend in der Lage herzuzeigen, was er kann. Dadurch gehen natürlich Beispieleffekte verloren und umgekehrt ist die Region nicht so attraktiv für den Zuzug. Bildung und Forschung ist einfach der Klassiker. Unsere Achillesferse ist die universitäre Bildung. Jetzt verstehen Sie mich nicht falsch, das ist nicht gegen die JKU gerichtet. Die JKU ist dafür, wie jung sie ist, sehr gut. Aber wir müssen uns klar sein, dass die JKU in Jahrzehnten so alt ist wie die Uni Wien in Jahrhunderten. Und diese Differenz gegenüber den klassischen Universitätsstandorten, an der leiden wir. Oberösterreich, also der Zentralraum Linz, zahlt gemeinsam mit Wien die höchsten Durchschnittsgehälter. Wenn wir aber schauen, wie viele Personen haben wir in der Forschung, dann ist beispielsweise die Steiermark bei manchen Schätzungen sogar mit doppelt so vielen vertreten. Das heißt, dort im Zukunftspotenzial ist Wichtiges zu tun. Kulturwandel, über die Fehlerkultur ist viel gesprochen worden, da haben wir Anzeichen, dass sich da was ändert. Die FACAP-Tests sind ja ein gutes Beispiel. Der Kulturwandel, den wir bis jetzt noch wenig verstanden haben, ist der demografische. Also wenn wir wirklich daran festhalten, dass Techniker männlich und deutschsprachig sind, dann kann der Leidensdruck noch nicht groß genug sein. Also warum gibt es noch keine Frauenquote in der Führungsetage in der oberösterreichischen Wirtschaft? Warum sprechen wir auf einer internationalen Tagung Deutsch? Also da ist sicher noch Unglaubliches möglich an Handlungspotenzial. Und natürlich ist die europäische Integration was Wichtiges. Wir sagen immer, wir haben gute Ideen, kommerzialisieren sie aber schlecht. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wenn ich den amerikanischen Markt vor Augen habe bei der Kommerzialisierung, habe ich halt 340 Millionen Menschen. Wenn ich den deutschsprachigen vor Augen habe, sagen wir mit dem Dachraum, habe ich grob geschätzt mal 100. Wenn ich nur Österreich im Auge habe, dann geht es gar nicht. Das ist nicht nur die Frage, dass wir nicht mutig genug sind, unsere Wirtschaftsräume sind auch zu klein, um die kritische Masse zu erreichen. So, und was bedeutet denn das? Die zwei Hauptthemen, die wir haben, hängen eigentlich an der Handlungsfähigkeit. Wir wissen im Wesentlichen, was zu tun ist. Die Rezepte sind nicht so schwer zu durchschauen. Was wir am meisten brauchen, ist politischer Konsens. Also wenn beispielsweise Stadt und Land in Oberösterreich nicht harmonieren,
wirft uns das um Jahre zurück. Und das ist jetzt der Appell an Sie aus der Wirtschaft, wir brauchen wahrscheinlich auch viel mehr akkordierte Gestaltungsarbeit zwischen den Betrieben. Wir haben einzelne Betriebe, die beispielsweise nach Serbien gehen, weil sie hier nicht mehr genug Softwareingenieure finden. Wir haben keine gemeinsamen Initiativen. Also das gemeinsame Gestalten, das überbetriebliche gemeinsame Gestalten des Wirtschaftsraums, da ist noch ein Riesenpotenzial. Ich glaube, die Rezepte sind da, es geht nur darum, und das nur ist natürlich unter 17 Anführungszeichen, weil das ist schwierig, diese Punkte in Handlungskonzepte zu übersetzen und den Handlungswillen auf die Schiene zu bringen. Vielen Dank.